Willkommen zurück zu Let's Die, American McGee's Alice. Ja, ich habe zwar schon gespeichert, aber ich wollte nochmal sicher gehen, weil der Part braucht immer ein bisschen zum Speichern. Und ich wollte sicher gehen, dass er auch wirklich gespeichert ist. Ach ja, stimmt, die haben Zielverfolgung. Kann ich mir... Moment mal, ich mache mir hier eine Barriere als allererstes. So, okay. So eine Barriere, die ist klasse. Da habe ich jetzt nämlich erstmal ein Schutzschild. Ja gut, den einen haben wir sogar besiegen können auf diese Weise. Der andere ist weggerannt. Ich traue dem Frieden nicht. Ich glaube auch nicht, dass der runtergefallen ist. Ne, da hinten läuft er. Hä? Ist gerade von ihm abgeprallt? Was ist mit dir denn nicht richtig? Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich habe das Gefühl, unsere Waffe kann den auch gar nicht anvisieren. Naja, dann halt so. Oh, wir laden schon den nächsten Bereich. Ich habe echt das Gefühl, dass hier jetzt mehr so eine Art Challenge-Mode, in dem man einfach haufenweise Gegner besiegen muss, als wirklich irgendwie Fortschritt zu haben. Hier muss ich springen. Die Musik ist interessant. Euch muss ich so wahrscheinlich wieder rausmachen, weil Alice ja generell nicht dafür bekannt ist, dass sie einem Musik genehmigen. So, hoffentlich treffe ich sie. Es scheint sie so ein bisschen zu treffen, aber nicht richtig. Jetzt stehe ich denkbar ungünstig, weil jetzt trifft er mich. Springen war noch nie eine gute Idee, wenn die auf einen schießen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie um die Ecke schießen können. Super, ich habe all meine Energie verbraucht. Da, wenn ich mich so positionieren kann, dass sie alles gegen die Ecke ballern. Dann habe ich hier eine Chance. Also man kann diese Kanten auch positiv nutzen. So, und da ich jetzt fast tot bin. Verdammt, verdammt, verdammt. Hat mich in die Enge getrieben. Hat mich runtergeschmissen. Moment, ich habe eine Idee. Wie war die Steuerung hier nochmal? Mit was konnte ich angreifen? Achso, ja, mit linke Maustaste, genau. So, ich wechsle jetzt nämlich kurz mal auf meine Tastatur. Haha. Die Typen haben nämlich keine Chance gegen den Jabberwocky Eye-Staff, wenn sie mich nicht angreifen können und solange sie in Unterzahl sind. Und dieses Geklirre im Hintergrund geht mir so auf den Keks. Ich hoffe, ihr müsst das nicht hören. Geil. Ich muss mich sofort hier hinter verstecken. Ich glaube, ich werde jetzt für den Moment gerade mal auf Tastatur und Maus umsteigen. Weil im Moment sieht es echt danach aus, als ob ich diese Passage seit dem Jabberwocky hier echt mit Maus spielen muss. Gezwungenermaßen. Aber beim Jabberwocky war ja auch so, dass ich nicht ohne Maus zurechtgekommen bin. Und das hier sieht ekelhaft aus.
war so klar. Verdammt, jetzt habe ich mich selber verletzt. Moment mal, was? Der hat den Schlag vom Jabberwocky Ice Death überlebt. Und ich habe ihn verfehlt, verdammt. Okay, ich weiß nicht, was hier gerade buggy abgeht. Aber wir kommen wohl gleich in den nächsten Bereich, würde ich mal sagen. Oder auch nicht. Ich dachte, hier wäre jetzt ein neuer Bereich. Nee, das gibt noch ein Save. Aber okay. Mit Maus und Tastatur ist das Ganze schon wieder irgendwie anders. Wenn man mir... Ach, da drüben muss ich hin. Es ist gerade auf meinem Bildschirm sehr dunkel, muss ich sagen. An dich verschwende ich jetzt nicht den Jabberwocky Ice Staff. Im Gegenteil, da wechsle ich sogar wieder auf meinen Controller. Ich traue dem Frieden nicht. Kein Stück. So. Ihr merkt, ich habe in dieses Spiel gar kein Vertrauen mehr. Aber ich glaube, dieses fehlende Vertrauen habe ich auch zu Recht. Soll ich da überhaupt hin? Gerade zweifle ich so ein bisschen daran. Ne, da drüben war ich glaube ich noch nicht. Ich guck mal, ob ich hier auch theoretisch rüber käme. Und ob mir das irgendwie... Ne. Ich dachte, es kürzt uns eventuell ein Stück Weg ab. So, ich wandle mich jetzt einfach mal in Monster Alice. Auch wenn das hier immer für Soundbugs sorgt. Aber es könnte uns eventuell helfen. Ich hoffe es einfach mal. Also dieses Alice ist echt... Es ist nicht schlecht, es ist kein schlechtes Spiel. Weil es hat eine tolle Geschichte. Es hat wirklich... Schöne Level. Es ist passend. Es ist stimmig. Das Problem ist, die Ausführung ist kacke. Weil halt leider einige Bugs drin sind, die sie nicht entfernt haben. Kann auch sein, dass das nur an der Version liegt, die ich hier habe. Weil die habe ich mir heruntergeladen. Kann sein, dass wenn ich die gekauft, also wenn ich jetzt eine richtige Version auf CD gehabt hätte, wenn ich da noch eine gekriegt hätte irgendwo... ohne dafür einen Vermögen-Sammlerpreis zu zahlen, dass das dann ein bisschen flüssiger gewesen wäre und auch diese Soundbugs nicht drin wären. Kann auch sein, dass es einfach wegen Windows 10, was ich hier drauf habe, kleine Probleme gibt. Nein, töte mich nicht, du kleiner Teufel. Soll ich deinen großen Bruder holen? Der ist vorhin die Klippe runtergefallen. Nee, ist er nicht. Weil den konnte ich ja in dem Lauf gar nicht beschwören. Du schon wieder. So. Holt ihn euch. Backt nicht so rum. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe ihn jetzt wieder verfehlt, oder? Ich glaube, ich gehe einfach mal da hoch. So. Entzieht er mir gerade Mana? Er entzieht mir Mana. Mistsack. Das gibt auf jeden Fall nochmal ein Safe, weil hier den Strom nach oben reiten. Ja, wartet gleich wieder der Erste. Ich versuch's jetzt mal so.
Es würde mich wundern, wenn es klappt, ja. Habe ich noch gelebt? Ich habe sogar noch gelebt. So, laden. Gut, mit welcher Waffe hole ich mir den? Jemand. Kann ich mich hier kurz... Ah, hier kann ich mich reinstellen. Er trifft mich trotzdem. Aber theoretisch hätte ich mich da verstecken können. Ich denke mal, es war von den Entwicklern so gedacht, dass man sich dort versteckt. Irgendwann hat sich das mal einer so gedacht. Genauso wie einer sich gedacht hat, dass der von unten nach oben ballern kann. Ja. So. Bin ich hier jetzt richtig oder bin ich hier jetzt falsch? Hätte ich nach unten gemusst. Aber hier ist ja wieder der Stream nach oben. Spricht ja eigentlich dafür, dass ich hier immer weiter nach oben gehen muss. Ich sogar nochmal volles Mana. Und live. Das bedeutet, hier steht uns irgendwas bevor. Wenn sowas kommt, ist nie gut. Das sehe ich ja von hier, dass das nicht gut ist. Moment. So. Ich fühle mich damit irgendwie wohler. Moment. So. Dass diese Säcke das auch überleben. Verdammt, die zu treffen ist nicht ganz so leicht, wie es aussieht. Was? Der eine hat es sogar überlebt, aber der, allein schon der Stoß hiervon sollte ihn töten. Hat's bloß nicht. Naja, dann tötet ihn halt das da. So. Ich wechsle mal auf meine Würfel, weil ich befürchte, hier kommen gleich wieder 1000 Gegner. Wo sind denn meine Würfel? Oder ich habe wahrscheinlich nicht genug Mana, um meine Würfel gerade zu verwenden. Jetzt sollte ich aber eigentlich mehr als genug haben. Sag mir nicht, ich darf... Doch, da sind sie. Es ist so ekelhaft hier. Bitte lasst mich rein. Ich finde diesen Teil hier viel verstörender als den nachfolgenden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Was ist... Was zum Henker bin ich denn jetzt? Ich bin sehr, sehr schnell. Ich bin tot. Okay, ich habe scheinbar so eine Art Insektenmodus. Ich habe vergessen zu speichern. Ihr seht, einmal nicht gespeichert, wird sofort bestraft. Ihr wisst doch, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche, weil sie Insekten sind. Dieser Witz ist so dermaßen schlecht. So, und das gibt jetzt... Jetzt gibt's ein Save. Der Part ist gleich wieder vorbei und ich muss mit Tastatur spielen. Ich habe den Controller vor mir liegen. Ich benutze auch viel lieber Controller für solche Hack-and-Slays. Und seien wir ehrlich, das hier ist ein Hack-and-Slay. Aber nein. Darf ich nicht. So. Ich weiß hier echt nicht, welchen ich von denen zuerst zerlegen muss. Verdammt. Jetzt habe ich selber Leben verloren. Ich nehme mal dieses Insekt. Ich glaube, hier die Zeit anzuhalten war ganz clever. Weil ich habe diese Insekte bekommen, damit ich damit schnell bin. Jetzt mache ich hier einfach mal ein Save.
Mein Schaden kann es nicht. Da unten geht's schon weiter. Aber immerhin stecken die da hinten fest. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Trost. Dass die, die da hinten sind, mich hier nicht kriegen. Da kommt doch gleich wieder was. Ich fürchte... Ja. Cutscene. Finalkampf? The Queen, my lower incisors for the Queen. Where is that wretched creature? Das frage ich mich auch. Aber Leute, ob wir sie finden oder nicht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.